Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Achso, ich sollte zwischendurch tatsächlich doch mal speichern. Ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Director Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Oh nein. Verbannen wir ihn wegen Mordes? Nein, verbannen wir ihn wegen versuchten Mordes. Wegen Mordes ist falsch. Ach, komm, ja. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Nein. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Ach. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Kriegt er für Erfahrungspunkte oder so? Fähigkeitspunkte plus 4. Ja. Ich bin nicht zufrieden tatsächlich mit dem Ausgang. Also ich hätte jetzt das Ganze... ich hätte ihn verbannt wegen versuchten Mordes, aber nicht wegen Mordes. Wo ist denn diese komische Frau? Hier war doch... Eine verschlüsselte Geheimdienstnachricht. Wir brauchen die Bilder der Panzerungskamera. Ich weiß nicht, wo der Typ... hier war doch irgendwo so eine Frau. Ich wollte, dass ich ihm helfe. Ich weiß nicht, wo. Läuft. Restzeit 38 Minuten. What the hell? Okay. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe jetzt anscheinend irgendwie noch ALPs über, wenn ich das richtig verstanden habe. Die möchte ich dann natürlich mal eben da... irgendwo hinbauen. Wo steht denn das, dass ich noch welche habe? Da steht 0 Kryokapselpunkte verfügbar. Ich habe keine ALPs mehr zu verteilen. Okay. Gut, dann wollen wir auch erstmal wieder weg hier. Was haben wir denn jetzt hier für noch Missionen? Wir haben hier eine Helios-Aufgabe, Nexus, die Feuerwehr. Mit Dr. Ariander sprechen. Die ist... Darf ich raten, dass sie hier ist? Ja, ich hatte recht. Und die ist hier in der Andockbucht. Die Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch ihren Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Ja. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Die aktuellsten Neuigkeiten ist, dass die Lampen ausgeschaltet werden. Ist das dein Ernst? Da irgendwo ist eine Quest. Und dafür bin ich... Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow, Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun.
Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll, denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Physikalischen Versuch schließen, sich Zugang zu verschaffen. Das wurde also angegriffen. Aha. Okay. Sollen wir das jetzt sagen? Egal. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und neuer Ort entdeckt. Aber der Planet war giftig. Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch. Hallo Pathfinder, haben Sie kurz Zeit? Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein mathematisches Problem, wichtige Gleichungen, die nur ein Verstand wie der von Sam lösen kann. Es geht um merkwürdige Übertragungsmuster in der Geißel. Vielleicht nur zufälliges Rauschen, vielleicht nicht. Sam liebt neue Erfahrungen. Es ist eine Möglichkeit für ihn, sich mit Mathematikhausaufgaben zu beschäftigen. Angesichts der Komplexität und der Sicherheitsimplikationen empfehle ich, die Gleichungen direkt an den Sam-Kern zu übertragen. Ich habe sie für Sie auf einer optischen Speicherdisk. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Danke, Pathfinder. Und danken Sie bitte auch Sam. Okay. Ich weiß nicht, wo ist denn der Sam-Kern? Irgendwo ist der Sam-Kern. Kann ich eigentlich mit dir jetzt reden oder nicht? Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Ja, vor allem ergibt es keinen Sinn, dass ich gar nicht weiß, wie ich jetzt... Was ist das da hinten für eine weiße... Garson. Ach Gottchen, hier ist eine... Nein, das will ich gar nicht sehen. Also man kann hier, glaube ich, unglaublich viel Zeit verbringen. Was ich aber halt einfach nicht möchte. Genau da liegt der Punkt. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte hier eigentlich quasi schnellstmöglich wieder von der Nexus runter auf den nächsten Planeten. Da gibt es Shops. Klar, sagen Sie mir einfach, welche Materialien Sie brauchen. Panzerungshändler, Waffenhändler. Oh, das ist großartig. Wenn Sie nach Waffen suchen, sind Sie bei mir richtig. Werfen Sie an der Konsole einen Blick auf mein Angebot. Es wäre deutlich einfacher, wenn mir nicht die Hälfte meiner Waren fehlen würde. Sehr schön. Ich werde... Soll mir recht sein. So, was haben wir denn hier? Händlerobjekte, Objekte, meine Objekte. Das sind meine Sachen, oder? Ja, stimmt. Und ich kann mir hier Sachen kaufen, die ich aber eigentlich einfach nicht brauche. Eine Viper 2. Lol. Mit was spiele ich gerade? Mit egal, was, irgendwas anderem. Egal. Habe ich eigentlich jetzt gerade, ich habe hier gerade eigentlich gar kein Interesse daran, alles irgendwie. Ich würde gerne eigentlich, was anderes tun. Wo ist meine Sabi? Dr. Campton. Who the fuck is Dr. Campton? Natürlich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier reinspazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Campton, Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Wiedersehen. Viel Spaß beim Gärtnern. Botanik. Okay. Wow. Sie ist überhaupt nicht nervig, zum Glück. Neuer Ort entdeckt. Neuer Ort entdeckt. Habe ich hier irgendwo meine? Wo ist meine? Wo ist Savi? Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das ist Podrum. Liam. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Okay. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Sicher.
Die Verköstigung wird bestimmt sehr interessant. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der beste Chemiker, den ich kenne. Sie sind in guten Händen. Okay. So, Liam ist zwar hier, aber ich will eigentlich nicht zu Liam. Ich will zu Sabi. Wo ist Sabi? Ich muss Sabi noch irgendwo finden. Ich weiß nur nicht, wo ich die finden kann. Wenn irgendwer Sabi sieht, sagt Bescheid. Oder haben wir Abend? Das hab ich. Fahrzeughändler? Moment, was haben wir denn hier? Mods. Munition. Und da haben wir das, was ich brauche. Ich brauche Bellium, oder? Was brauche ich für meine Zweier? Wo ist denn mein Forschungsding hier? Verdammt. Karte, Inventar. Forschung. Waffenbaupläne. Die Black Widow 2. Details anzeigen. Da! Beryllium brauche ich. Ich brauche Beryllium und zwar 93. 93 Beryllium. Mir ist jetzt alles egal. Ich kaufe jetzt einfach. Ich meine, ich kann jetzt hier auch einfach nichts kaufen, aber ich kaufe jetzt einfach hier 93 Beryllium. Zack. Alles. Ja. Alle bestätigen. So, jetzt habe ich Beryllium gekauft, jetzt bräuchte ich nur noch eine Dingensstation. Was ist denn ein Fahrzeughändler, wenn ich mal frage? Bloodpack. Das ist einfach nur die Farbe. Lol. Okay. Wendigkeitsmodul. Ja, nee, ist okay. Ich lasse es erstmal so. Wo ist meine baldige Freundin? Hey, Pathfinder. Hallo, ich bin Ian Garten, Gründerin der Cash Garden. Willkommen auf der Next. Ihr Name? Jessica DuPont. Wie komme ich zu ihr? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Das ist ein bisschen schade. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe. Rückkehr zur Tempest. Oh, nee. Ja, nee, gerade nicht. Also, sie kann natürlich auch immer noch an Bord sein. Das ist natürlich... Wir gucken jetzt mal, ob sie noch oben ist, ob ich sie irgendwo finden kann. Diese Animation, diese Rennanimation ist einfach nur grausam. An Savis Stelle würde ich einfach... gar nichts mit Ryder anfangen wollen. Aber gut, wir gucken mal. Savi? Nein, nicht Savi. Verdammt. Wo bin ich hier? Das weiß keiner so wirklich, ne? Ich bin hier irgendwo auf einer großen Station, wo ich nirgendwo reinkomme. Wie gesagt, sie muss natürlich gar nicht hier sein. Kann auch ganz woanders sein. Hier war das Medizin. Ich bin Jean Garth, Gründerin der Initiative. Ich heiße Sie im Namen der Nexus im Kulturzentrum willkommen. Ich verschwende so ein bisschen eure Zeit, habe ich das Gefühl. Hier ist das Tech-Labor. Okay. Also so wirklich, ruckel. So wirklich, ich finde sie gerade nicht. Was ein bisschen schade ist. Ich habe jetzt Freunde auf der Station. Ich suche gerade mal, wo ist denn der da hinten ist, glaube ich, der Teleporter. Ich will nicht weg von der Andockstation. und zur Habitat-Deck, keine Ahnung. Irgendwo. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Jean Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. So, eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten.
Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben, bevor wir feiern können. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, das Zeug nur scannen, oder wie? Lani. Wer zum Teufel ist Lani? Warum haben die Leute hier den Namen? Wir sollen erst mal abwarten. Angeblich ist auf der Nexus nicht genug Platz. Aber sie ist doch inzwischen schon über. So, wo ist meine... Ach, hier ist der Sam-Kern. Hoppala. Willkommen zurück, Sarah. Hallo. Dr. Aradana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam? Chartcode entdeckt. Bitte warten. Sam? Versuche, Chartcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Ich hab sowas fast schon erwartet. Moment, falsche Reihenfolge. Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Um so ein Virus herzustellen, wäre ein erstklassiger KI-Programmierer erforderlich. Ja, nur meine einzigartigen Anpassungen haben permanente Schäden verhindert. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aradana dazu sagt. Okay. Interessant. Wir wurden gerade halt ein wenig hinters Licht geführt. Ich habe sowas in der Art schon erwartet, tatsächlich, dass irgendwas damit nicht stimmt. Das ist zu simpel, ja. Sam muss ein paar Gleichungen lösen. Huhu. Als ob. Naja, gut. Wir gucken mal, was unsere liebe Professorin dazu sagt, während ich irgendwie immer noch nach Savi Ausschau halte. Ist hier nicht irgendwo das Krypto-Deck? Also das, Nein. Also wo muss ich denn mit meinem... Moment mal, Logbuch. Doch, Logbuch, die Feuerwehr. Hier die Aufgaben, Nexus? Nein, wo ist denn die... Ach Gottes Willen. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich wollte eigentlich mit meinem Bruder noch sprechen. Also irgendwer hat mir doch gesagt, ich kann mit meinem Bruder sprechen. Allerdings habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Was ist das für eine... Ist das auf der Kryostation? Eigentlich müsste es auf der Kryostation sein. Wir gucken auf die Kryostation. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Kolonisten. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Harry, was passiert da mit Scott? Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn quasi gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma,
Aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl er im Koma liegt, sind Scotts mentale Prozesse aktiv. Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Bist du das, Sarah? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Wow. Und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich höre dich. Geht's Dad gut? Er ist gerade auf einer Mission. Aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Ganz bestimmt. Ich schätze eher, er hat mich längst abgeschrieben. Du spinnst doch. Zumindest kommandiert er jetzt dich rum und nicht mich. Ja. Und wie ist unser neues Zuhause? Wird Habitat 7 dem Hype gerecht? Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Tja, das ist schlecht. Nee. Aber genau dafür haben wir doch Dad, oder? Er findet eine Heimat für uns. Ja. Na klar. Genau. Verdammt, ich sollte euch da draußen helfen. Und das wirst du auch, sobald du dich richtig ausgeschlafen hast. Irgendjemand muss Dad im Auge behalten. Ihn stört Schnee ja nicht, aber ich habe keine Lust, am Nordpol zu leben. Wir finden bestimmt auch irgendeine Wüste. Sag, Dad. Was ist los? Die Verbindung war vorübergehend. Sein Zustand ist stabil. Nein, wir sagen Dad nicht. Tut mir leid. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Gut, so viel hierzu. Ja, ich würde jetzt eigentlich unglaublich gerne noch mit Sabi sprechen, weil ich möchte ja... Ach komm, scheiß auf die Romanze. Sei es doch drum, ey. Kommandozentrale, Underbucht. Also, ja. Oh, könntest du bitte die Klappe halten? Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HNS. Kann ich HNS irgendwie abschalten, bitte? Ich nehme an, eventuell ist sie noch auf dem Flugzeug. Auf dem Flugzeug, dankeschön. Auf dem Raumschiff, also auf der Tempest. Wäre es nicht praktischer, diese Gewalt... Noch ein Energieausfall. Nicht doch. Grafen die Ingenieure. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Also glaubt ihr einfach, okay. Und
hier ist irgendwas Neues kaputt gegangen, wurde mir gerade gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo und was und wie und wann, warum. Aber irgendwo ist irgendwas kaputt gegangen. Von ihm hier. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das jetzt... Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Warum ist sie rot? Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Mit wem rede ich gerade? Mit einem Freund. Unsere Bewegung hat das Virus geschickt, um sie zu retten. Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn Sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen Sie vielleicht Ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung, um Menschen wie Ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage sie. Vielleicht führt sie sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig. Danke. Ich kann nichts versprechen. Aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen, mit einer Anführerin namens Knight. Sie und ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Okay, wir warten auf E-Mails. Das machen wir aber nicht hier. Ich meine Maus wieder im Bild. Ja, da ich Savi leider nicht gefunden habe, werden wir jetzt einfach auf die... Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach irgendwo hin. Irgendwo. Irgendwo, nur nicht hier. Ja, Borte Tempest und abreißen. Dankeschön. Cora wollte etwas von Ihnen. Von Ryder, falls Sie sind interessiert. Lexi. Nein. Gut. Suvi. Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Für wilde Reliktpartys natürlich. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Oh, Ryder, Sie sind bezaubernd. Ich weiß. Was ich Ihnen noch sagen wollte. Ich bin wirklich froh, dass Sie sich unserer Crew angeschlossen haben. Ich auch. Wir entdecken eine neue Galaxie und wer weiß was noch alles. Ich empfinde es als Ehre, dabei zu sein. Vielleicht zu Nein, früh. Ich meinte, ich finde sie süß und es ist schön, sie hier oben zu sehen. Du meine Güte, Ryder! Und erst ihre Stimme. Ihre Stimme ist, ich meine, sie ist natürlich nicht das Einzige, aber... Hör auf, bitte. Okay, ich sollte einfach darüber gehen, zu diesem Steuerungsding. Kann mich bitte jemand... Ja, danke! Danke, Ryder. Und nur damit Sie es wissen, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ja! Ich meine, es wird Zeit für Pathfinder, aber retten zu müssen ist eine ernste Angelegenheit. Oh, herrlich. Oh, Kello. Oh, ich liebe dich, Kello. Kann mich bitte jemand erschießen? Oh, göttlich. Geil, absolut geil. Der war schön, der war echt schön. Ja, wir machen hier einen Cut.
Und sag ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos, euer Jedi.